Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen, aber feinen Kanal Roli backt und kocht. Und heute machen wir eine ungarische Spezialität, nämlich Langosch. Ich hoffe, man spricht so aus. Ich bin mir ziemlich sicher, aber nicht ganz. Kennt man normalerweise ja von Volksfesten, Rummel, irgendwelchen solchen Geschichten. Aber die fallen dieses Jahr alle aus. Um Gottes Willen, wo soll ich meinen Langosch herbekommen? Ganz einfach, machen wir selbst. Ist nämlich wirklich nicht allzu schwierig. Es ist keine leichte Kost, aber das wissen wir alle. Und wie wir jetzt an dieses leckere Langosch drankommen, das seht ihr hier im Video. Los geht's! Langosch, jawohl! Zuerst nehmen wir mal unser Mehl, das habe ich hier einfach mal in eine Schüssel gegeben und hier habe ich etwas angewärmte Milch und in dieser Milch, da werden wir jetzt die Hefe auflösen, also die Hefe einfach hineinbröckeln und dann schön auflösen. 15 Gramm steht im Rezept, man kann jetzt auch grob abschätzen, ist jetzt hier nicht ganz so entscheidend. Mit dem Löffelchen einfach schön verrühren, bis sich die Hefe gelöst hat. Dann in dem Mehl machen wir in der Mitte eine kleine Mulde und geben da jetzt die Milch-Hefemischung mal rein. Einfach so. Und dann einfach mit den Fingerchen mache ich das mit ein bisschen Mehl zu einem Klumpen verkneten, abdecken und jetzt, so wie es da steht, lassen wir das Ganze auch einfach mal 15 Minuten gehen. Zwischenzeitlich können wir schon das Topping vorbereiten. Dazu gehe ich in meinen Garten und ernte frische Petersilie. Leute, frische Kräuter auf so einem Teil, ein absoluter Genuss. Dann nehmen wir den Schmand, nehmen eine Schüssel, geben den Schmand da hinein und rühren das Ganze mal ganz kurz auf, damit es ein bisschen eine homogenere Masse gibt. Geben dann etwas Salz dazu und etwas Pfeffer. Das könnt ihr nach eigenem Gusto machen und auch ein bisschen abschmecken einfach. Paprika sollte man da nicht vergessen. Und dann, Leute, die frische Petersilie. Ich sage euch, die duftet schon beim Schneiden ganz hervorragend. Die hacken wir schön klein und geben es einfach mal mit hinein. Ja, ist das drin? Rühren wir das Ganze einfach kurz durch. Das machen wir auch jetzt alles schon, damit die Kräuter auch noch ihren Geschmack entfalten können. Der Teig fertigstellen. Jawohl. So, die restliche Milch geben wir jetzt einfach dazu, nachdem die 15 Minuten vergangen sind. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich hier den Handmixer nehme. Das ist nicht ganz so cool. Ich habe einfach meinen Knethaken nicht gefunden. Schön ist es aber sowieso, wenn man das mit den Händen macht. Ist der Teig sehr klebrig, gibt da einfach immer einen Esslöffel Mehl noch mit dazu, solange bis der Teig nicht mehr ganz so klebrig ist. Also bis er sich gut von der Schüssel und auch von euren Händen löst. Und ist der Teig dann schön durchgeknetet und durchgearbeitet. Nochmal oben mit etwas Mehl bestäuben und dann wieder abdecken. Hefe will arbeiten, hier mindestens 30 Minuten gehen lassen. Der Teig sollte sich schon deutlich vergrößern in der Schüssel, so wie ihr das hier eben auch sehen könnt. Dann nehmen wir hier so einen kleinen, Klecks von dem Teig und formen den mal zu einer kleinen Kugel. Das hängt natürlich auch davon ab, wie groß ihr eure Langosch machen wollt. Ja, ich sag mal so, zwischen 5 und 8 Stück bekommt ihr aus dieser Menge Teig im Normalfall eigentlich raus. Die Arbeitsfläche bemehlen wir hier und jetzt forme ich das hier einfach mal mit der Hand. Ich mag das, wenn das nicht ganz rund ist, sondern so ein bisschen handcrafted ausschaut. Also einfach die Kugel etwas nach unten drücken und dann mit den Fingern immer nach außen schieben und dann bekommt ihr da eben euer Langosch hin. Ja, dann, das wird frittiert, nehme ich einfach mal eine etwas tiefere Pfanne, gebe da Öl rein und lasse das schon mal schön heiß werden. In der Zwischenzeit bereiten wir das Gewürzöl vor. Hier nehme ich bestes Olivenöl, das nehme ich aber nicht für die Pfanne, denn Olivenöl wird bitter, wenn man es zu heiß macht. Also etwas Olivenöl einfach in ein kleines Tässchen, etwas Paprikapulver mit dabei. Paprika ist immer eine gute Wahl. Wer möchte, das ist optional, kann man auch noch ein paar Chiliflocken mit hineingeben. Erneut etwas Pfeffer und natürlich habe ich hier auch noch etwas granulierten Knoblauch. Da könnt ihr auch gerne frischen nehmen, ich hatte aber leider keinen mehr da. Rührt das Ganze kurz um und stellt es auf die Seite. Auch hier, der Geschmack muss ich erst ein bisschen entfalten. Das dauert einfach mal ein paar Minuten. Langosch ausbacken. Jawohl. Haltet einfach mal den Kochlöffel da rein und ihr seht schon, da steigen die Blasen auf. Wenn man an dem Holzkochlöffel die Bläschen aufsteigen sieht, hat das für die richtige Temperatur. Und dann nehmt ihr euren Langoschladen, gebt ihn da einfach hinein und dann wird der schön frittiert von der einen Seite. Und wenn er goldgelb ist, so wie hier, dann wird er einfach nochmal kurz umgedreht. Und wenn der von beiden Seiten so ausschaut, ist er auch fertig. Das seht ihr hier.
Dann auf den Teller damit mit ein wenig Öl einpinseln. Ihr könnt auch jetzt schon essen oder ihr haut noch das restliche Topping drauf. Das ist wirklich schon absolut cool. Und dann habe ich hier noch etwas würzigen Edamer, der grob gestiftelt ist. Den haue ich mir auch noch oben drauf. Leute, dem Genuss steht jetzt nichts mehr im Wege. Wichtig ist, das Zeugs muss man heiß essen. Hier steht's, noch heiß genießen. Und genauso ist es auch gemeint. Also nicht warten, bis das Teil kalt ist, denn das schmeckt wirklich nur, wenn man sich eigentlich fast noch die Finger und den Mund dran verbrennt. Aber das kennt ihr auch vom Volksfest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Roli.